Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zum Motorsport Manager hier mit Archer BMR. Ja, die Saison neigt sich dem Ende. Das Rennen Nummer 9 steht auf dem Programm. Es geht nach Australien, es geht nach Sydney. Ja, und wir kommen frisch gestärkt aus dem letzten großen Preis zu Brasilien. In Rio de Janeiro waren wir am Start und wir haben da eine sensationell gute Platzierung eingefahren. Rio de Janeiro. Ne, Platz 1, Platz 3, völlig überraschend. Ein tolles Wochenende, richtig dick Sponsor Money abgegriffen und ja, demzufolge nach wie vor in Führung in der Fahrermeisterschaft. Und es sind noch 4 Rennen, Leute, es sind nur noch 4 Rennen. Und unser Aufstieg in Richtung World Motorsport, der Durchmarsch, der nie geglaubte, aber zum Greifen nahe Durchmarsch, der ist tatsächlich möglich. Zumal auch unser härtester Konkurrent McNeil und Boa Esperanza gepatzt haben, also speziell McNeil beim letzten Mal, die haben richtig schön daneben gegriffen und auch Boa Esperanza hat jetzt keinen wirklich rühmlichen Eindruck hinterlassen. Und wenn man sich das hier anschaut, das ist ein ziemlich großer Vorsprung. Allerdings, ja, wir wissen, ne, letztes Rennen, doppelte Punkte, das kann unter Umständen richtig wehtun, aber wir wollen es nicht verschreien, deswegen wir machen weiter, beziehungsweise nein, noch nicht ganz. Unter der letzten Folge kam noch ein Hinweis, nachdem offenbar McNeil beim letzten Rennen vielleicht durch Boxenstopp-Probleme das Ganze verkackt hat. Wir sollten mal uns die Ingenieure anschauen. Also, McNeil, Konzentration 9, Boxenstopp 6, das ist nicht wirklich prickelnd. Also hier ist die Fehlerwahrscheinlichkeit doch höher. 13, Konzentration, Boxenstopp, das ist okay, sage ich mal. Aber der hier muss weg. Der hier, also der müsste bei mir sofort gehen. Der hat zwar einen tollen Leistungswert und auch einen tollen Wert, was die Teilereparatur angeht. Ich meine, der Kollege hier macht mit Sicherheit die Zuverlässigkeit, ne, 12. Aber, ey, Thema Boxenstopp, das geht gar nicht. Das ist zu schlecht. Das ist einfach zu schlecht. Also der müsste bei mir gehen. Aber gut, mal solange der bei McNeil ist, alles gut. Keine Probleme. Schauen wir uns die Nachrichten an. So, das ist wieder der Rückblick zum letzten Rennen. Den können wir weglassen. Interview. Ja, dann schauen wir doch mal, was wollt ihr diesmal wissen? Chica Balcazar behauptet, dass ihre Bremsen das Team zurückhalten, bla bla bla. Ja, das alte Lied. Ja, ich sollte Verbesserungen veranlassen. Okay, gut. Findet... Oh, die Teammarktfähigkeit findet es nicht lustig, aber gut, da waren wir ja sowieso gut unterwegs. Renzik Rodriguez. Genau, Champagne. Wunderbar, haben wir uns sehr gefreut. Harter kämpfter Sieg für Rodriguez. Thema erledigt. So, jetzt muss ich bloß überlegen. Habe ich beim letzten Mal wirklich vergessen, den neuen Heckflügel einzubauen? Ja oder nein? Da kam nämlich auch ein Kommentar. Tatsächlich, ich Vollpfosten. Ich habe vergessen, den neuen Heckflügel einzubauen. Ist das euer Ernst? Mein Gott, bin ich blöd. Und wir haben trotzdem gewonnen. Okay, na gut. Ja, zu blöd, das kann wieder nur mir passieren. Eieiei. Habe ich tatsächlich vergessen, die Teile einzubauen? Ich glaube das ja gar nicht. Ja, das war wieder grandios. Grandios, okay, also Rodriguez und Balcazar. Bessere Teile, ne, passt. Wir bauen ja nichts Neues mehr, haben wir gesagt. Wir sparen uns das Geld. Sparen ist immer gut, sprach der Schwabe. Hier passt alles noch. Und der hier wird auch nicht besser, gell? Ne, da haben wir hier das bessere Teil. Hier passt auch alles, okay. Teile verbessern. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen pushen zumindest. Das, was geht, was haben wir? Getriebe, Frontflügel. Müsste der Fokus drauf liegen. Getriebe, Frontflügel. Getriebe sollten wir hier noch pushen. Eckflügel kann raus. Frontflügel, da ist nicht mehr viel möglich, gell? Aber wir könnten hier noch ein bisschen in die Zuverlässigkeit gehen zumindest. Dass wir hier die Zuverlässigkeit noch ein bisschen pushen und den Motor pushen wir auch noch ein bisschen. Ein kleines bisschen zumindest. Die Leistung hier sollten wir kriegen vor dem Rennen. Okay. Doch, so sollten wir, denke ich, einen guten Kompromiss gefunden haben. Schauen wir noch kurz bei den Mitarbeitern. Da haben wir noch langfristige Verträge. Die gehen noch 2 Jahre insgesamt. Also da kommen wir nicht raus. Gut, der hat noch ein bisschen Potenzial, der verbessert sich noch ein kleines bisschen. Auch hier ist er Maximum bei der Konzentration, das ist natürlich ein Traum. Beim Raphael auch noch Konzentration 20, also hier die Wahrscheinlichkeit von fehlerhaften Boxenstopps sehr gering.
Und durchschnittlich sind die auch relativ schnell. Also das ist ein guter Mann, der Danny White. Und die Janet Murphy, die ist ein kleines bisschen verbessert er sich offenbar noch. Ja, die ist auch gut, also ist nicht ganz so gut wie der Danny White, aber ich glaube, die kann sich durchaus sehen lassen. Und da freut sich die Chica natürlich auch einen Ast, sehr gut. Und unser John O'Brien, ja, der ist auch recht ausgewogen, sage ich mal. Der hat eigentlich ganz gute Werte. Okay, die 10 Bremsen, aber mal irgendwo muss er halt dann schwächer sein. Ne? Er hat ja nur, in Anführungszeichen, nur 3,5 Sterne, aber ich glaube, da können wir mehr als zufrieden sein. Okay, Sponsorin, was haben wir hier? Hier läuft ein Rennsponsor nach dem nächsten Rennen aus. Die reichen noch bis zu Saisonende. Und wir kriegen mit der neuen Saison hier komplett neue Rennsponsoren. Egal wo wir landen. Ne? Egal wo wir landen, wir kriegen neue Rennsponsoren. Okay, dann auf geht's. Macht mal hinne. Ne? Wenn wir keine neuen Teile bauen, dürfte das Ganze etwas flotter gehen. Müssen wir uns nicht so lange rumquälen mit. So, es ist Wochenende, Rennwochenende in der World Motorsport in Phoenix. Rennen 11 von 16. Es gewinnt Nikolai Surikov vor Aki Lipponen und Nilo Saarinen. Panther vor Steinmann und Rossini. Und ja, Lipponen nach wie vor auf Kurs. Weltmeisterschaft, der hat schon 30 Punkte Vorsprung. Vor Dieter Wechsler, der dieses Mal, Dieter Wechsler, nur auf Platz 12. Nur auf Platz 12, ja Wahnsinn, was ist denn hier passiert? Ja, und hier bei der Konstrukteurs-WM, da sind die Kollegen schon 54 Punkte weg. Also Steinmann scheint ja aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt zu haben, ne, weil da sind sie ja voll untergegangen in der letzten Saison, da hatten sie gar keine Chance. Und ich sehe gerade, oh, es wird ein Regenqualifying und ein Regenrennen, eieiei. Das dürfte interessant werden. Nennen wir das Kind beim Namen, das dürfte interessant werden und es wird schon wieder ein Windkanal gefordert, habe ich gerade noch gesehen. Arbeiten sind abgeschlossen, Reise nach Sydney. Okay, also Teammeisterschaftsupdate, wir sind deutlich über unserem Ziel. Ja, du sollst uns nicht immer bloß loben, lass noch ein bisschen Geld rumwachsen, du Hurt, verstehst? Oh, das könnte ich eigentlich machen, fällt mir gerade ein. Der ist doch eh happy mit uns, genau. Der ist total happy, weißt du was, dann fordere ich hier zusätzliches Geld an. 1,4 Millionen. Und dann verliert er 50% Happiness, aber wir sind ja gut dabei. Also her mit der Kohle, Junge. Wir pumpen unseren Chef noch an. Genau, das findet er jetzt nicht so lustig. Aber ich hoffe, dieser Effekt verpufft dann mit der nächsten Saison. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ansonsten habe ich jetzt wahrscheinlich einen riesen Fehler gemacht. Ich hoffe es mal nicht. Na gut, so, Scouting. Okay, es sind neue Einträge da. Die schauen wir uns gleich an. Er will wieder seinen Windkanal. Genau, natürlich. Was sonst? Moment hier. Dieter Wechsler, oh, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Dieter Wechsler, Mr. Vollbart. 100% Teammarktfähigkeit. Krasse Werte. Fast 5 Sterne. Teamfähig, feedbackaffin. Blitzschnelle Reaktionen, Drifter. Ich glaube, arg viel bessere Fahrer gibt es hier gar nicht. Da läuft der Vertrag aus, aber ich fürchte, der ist, ja, nicht finanzierbar. Und er würde niemals in den Asia Pacific Cup gehen, natürlich. War ja klar. Der ist definitiv nicht finanzierbar. Oh, der wiegt 58 Kilo, echt? Das ist ja gar nichts. Das ist ja ein Fliegengewicht. Eieiei. Na gut. Scouting-Bericht für Wolfgang Schmidt. In der World Motorsport. Er ist hässlich, das ist schlecht für die Marktfähigkeit. Blitzschnelle Reaktionen, Langstrecken-Champion. Hat noch lange Vertrag. Ist auch ein sehr interessanter Fahrer, aber... Ich glaube, wir sind da gut bestückt mit unseren Fahrern. Leistungsverbesserung ist abgeschlossen. Gut, schauen wir uns das Auto an. Hervorragend. Okay, also die Teile, die wichtig sind, sind alle getuned. Und das hier sieht auch sehr schön aus. Die können wir, glaube ich, einmal rausnehmen. Dann können wir hier das Getriebe noch pushen. Wieso auch nicht. So, Teile haben wir alle eingebaut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Wagenvergleich mal an. Wir sind immer noch auf Platz 7. Ein Wunder eigentlich, gell, dass man mit diesem Schrottauto, auch wenn man es jetzt ein bisschen verbessert hat im Laufe der Saison, aber dass wir hier auf Platz 1 sind. Unglaublich. Getriebe, Platz 8. Bremsen, Platz 9. Oh Gott. Brauchen wir die Bremsen? Nee, zum Glück nicht. Frontflügel, Platz 8. Sind wir zurückgefallen? Frontflügel und Getriebe, nur Platz 8. Also da werden wir es schwer haben, vermutlich. Aufhängung, Platz 6.
Heckflügel Platz 3. Da haben wir einen Riesensprung gemacht beim Heckflügel. Wie wichtig ist der noch im Rest? In der restlichen Saison. Hier ist er wichtig. Da ist er wichtig. Okay, zwei Rennen, wo er wichtig ist. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, ab ins Rennwochenende. Und ja, ich weiß. Genau. Ich sag nichts mehr. Ja, ja, ich nehme den einfach. Ich sag nichts, weil ich lieg sowieso falsch. es macht keinen Sinn, hier irgendwas zu sagen. Ne, wir wissen alle, was gemeint ist. Auswahl des Rennsponsors immer wieder auf einen Lacher gut. Lustig, gell? Erinnert so ein bisschen an den Stiefel. Italien, geografisch gesehen, dieser Streckenverlauf. Unten aus Sizilien, der Stiefel und so. Aber gut, Sydney ist ja eigentlich australisch Melbourne, ne, der Grand Prix. Ich meine, die Strecke, naja, so wirklich. Nee, also persönlich finde ich, kann man nicht assoziieren mit oder vergleichen mit dem Albert Park in Australien, ne, überhaupt nicht. Ganz minimale Kurvenansätze, wo man sagt vom Verlauf, okay, vielleicht ein bisschen, aber ne. Ne, also da ist mir zu wenig Ähnlichkeit vorhanden. Also wir nehmen den Raphael und den Gaston Renault, der mal wieder ausfahren darf. Wann soll es regnen? Im ersten Moment nicht. Das Training scheint trocken. Okay, dann werden wir hier gleich mal anfangen, ein bisschen Flügelei zu betreiben. Ja, wobei ist das... Machen wir mal 16,5. Hier könnte man vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen härter gehen. Auf die Roten. Und auch beim Kollege hier. Einfach mal ein bisschen länger. Oh, das ist fast zu lang, sehe ich gerade. Okay, bisschen härter. Rot, zack, auf geht's. Wir starten ins Training. Und dann dürfen sie schon losfahren. Rodriguez fährt Qualifying drin. Eine Runde raus mit dir. Und unser Meister Renault ebenfalls Qualifying. Eine Runde und raus. So, da düsen sie los. Und wir sind sehr gespannt, ob wir diesen Wahnsinnserfolg aus Brasilien vielleicht wiederholen können. Wir sind hier völlig überraschend auf die Pole gefahren. Hatten Glück, was ganz klar am Wetter lag, Freunde. Das muss man berücksichtigen. Es lag am Wetter. Die KI war nicht fähig, in diesem kurzen Zeitfenster, in welchem es trocken war, eine vernünftige Zeit zu fahren. Also da hatten wir Glück. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir, wenn das Qualifying trocken gewesen wäre, dann hätten wir erstens keine Chance auf Pole gehabt und zweitens aufgrund unserer guten Startposition hätten wir dann auch nicht das Rennen gewonnen. Aber gut, hätte und so, gell, wir wissen ja, der Konjunktiv ist unser Freund. Ich gebe es nur noch mal zu Protokoll. Wir hatten mit dem Wetter verdammt viel Glück. Das muss nicht immer so sein. Das muss nicht immer so sein. So, er braucht mehr Abtrieb. Okay. Also doch ein bisschen mehr. Na gut. Ja, wenn sie mehr Abtrieb wollen, dann kriegen sie das. Da habe ich ja überhaupt keinen Schmerz, Freunde. Wie sieht das Wetter aus? Bleibt nach wie vor trocken. Jo, Gaston Renault schreibt auch, bitte mehr Abtrieb. Na dann. So, ab in die Box. Oh, da passt ja gar nichts bei dem Setup. Alter, ist ja übel. Da passt ja gar nichts. 65%. Das ist ja finster. Okay, also. Dann machen wir den mal deutlich kürzer. Ein bisschen weicher vielleicht auch. Wobei ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich den so weich mache. Aber wir probieren es. Wir probieren es. Wir werden auch mehr Abtrieb brauchen. So hätte ich gesagt, ja. Okay. Gut. Wir bleiben auf den Reifen. Wir bleiben beim Qualifying Stint. Beziehungsweise drin. Warten, was der zweite Kollege macht, ne, der jetzt in diesem Moment in die Box kommt. Jawohl, da ist er auch hier. Setup jenseits von Gut und Böse. Auch hier müssen wir deutlichst nacharbeiten. So, auch hier wird es kürzer werden. Auch hier wird es weicher werden. So, und du bleibst ebenfalls auf Rot. Fährst nochmal einen Qualifying drin. Dann beschleunigen wir die ganze Sache wieder. Und Amy McLeod fährt ein 36,3. Uiuiui. Wobei wir sind, ja, knapp 3,5 Zehntel, ne, sind wir dran. Aber gut, Training ist Training. Wir wissen,
wie der Hase läuft, ne? Nicht überbewerten, Training ist Training. So, das war's. Ihr kommt rein, bitte. Wir schalten die Boni frei für Qualifying und für den Reifen. Genau. So, okay. Er freut sich. Abtrieb ist deutlich besser. Und jetzt haben wir noch 7,5 Minuten Zeit, uns die Rennboni zu holen. Oh ja, 92%. Das klingt doch schon mal ein bisschen anders, ne? Kleines bisschen. So. Das war schön. Nochmal kürzer. Wobei, vielleicht schon zu kurz, ne? Vielleicht schon zu kurz. Ich bin mal vorsichtig. Also, wir schalten auf Renntrim um, bleiben auf unserem Roden. Lassen ihn fahren. Und der Kollege, da kommt er auf der In-Lab. Okay, da brauchen wir bloß noch die Aerodynamik ein bisschen mehr einstellen und dann ist alles gut. Ja, da packen wir noch was drauf, hätte ich gesagt. Packen wir noch mal ein Grad drauf. 96% ist schon anständig. Renntrim und raus mit dir. So, jetzt gibt's Stoff. Fahrt die letzten 7 Minuten bitte hier meine Rennboni zusammen, wenn es irgendwie geht. Regnet es eigentlich nochmal? Hoffentlich nicht. Nee, okay, regnet nicht. Ist jetzt die Frage, hätte ich vielleicht noch den Intermediate-Bonus freischalten sollen? Wobei, nee, ich glaube nicht. Bis wir den freigeschaltet hätten, ist wahrscheinlich Weihnachten. Und wenn die Strecke trocken ist und du fährst mit einem Regen- bzw. Intermediate-Reifen, dann kriegst du nicht diesen Fortschritt bei der Bonusfreischaltung, wie wenn du den richtigen Reifentyp drauf hast für die passende Wettersituation. Das haben wir auch schon gelernt. Aber der Rennbonus, der kommt, ja, sieht sehr schön aus. Rodriguez freut sich in Ast. Reifenbonus ist am Start soweit. Ja, und wenn ich jetzt noch auf Intermediates gehen würde, nee, es würde nicht reichen. Es würde nicht reichen. Der Renault freut sich. Aerodynamik ist verbessert. Doch, doch. Also da sind wir, denke ich, gut am Start. Jetzt bin ich aufs Qualifying gespannt. Das, was zählt, das ist die Wahrheit. Ne? Das ist die Wahrheit. Das Qualifying. Wenn es wieder so ein lustiges Regen-Qualifying wird wie zuletzt in Brasilien, dann könnten wir vielleicht nochmal in die vordere Startreihe kommen. Ansonsten sehe ich da eher schwarz. Dafür dürfte unser Auto zu schlecht sein. Aber es ist erstaunlich, wie viele Punkte gerade zu Beginn der Saison wir einfahren konnten. Ne? Thema Zuverlässigkeit und so. Dass wir hier jetzt plötzlich um den Aufstieg mitfahren, das konnte, denke ich, keiner erwarten in unserem dritten Jahr. Ne, ich muss es immer dazu sagen. Im dritten Jahr. Im zweiten Jahr Aufstieg von European Racing Series in Richtung Asia Pacific und im Folgejahr kämpfen wir schon direkt um den Durchmarsch in die World Motorsport. Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Okay. Renntrim Stufe 3 haben wir nicht mehr geschafft. Schade, schade. Aber wir haben die Reifenboni. Oder den Reifenbonus, besser gesagt. Ja, ja, es regnet jetzt. Na super. Also, weiter geht's. Ja, ja, Archer BMA fühlt sich wohl. Costa an der Spitze. Molly Fox, alles gut. Was soll's. Wir sind gespannt. Momentan ist trocken. Es regnet nicht, dann sollten wir sofort rausfahren eigentlich. Oh ja, schau mal hier. Es fängt dann gleich an, da fahren wir sofort raus mit beiden. Da müssen wir sofort rausfahren, aber mal ganz geschmeidig. So, Fahrzeugkonfig. Beim Raphael haben wir uns verschlechtert, oder? Nee. Nee, wir haben uns verbessert beim Raphael. Ein kleines bisschen noch schwierig. Machen wir so, okay. Gut. Neuer Satz Reifen. Passt. Und bei Chica Balcazar 99er Setup. Jawohl. Das wäre doch. Das haben wir schön hingekriegt. Okay. Boni sind am Start. Da müssen wir sofort rausfahren, Leute. Sofort.
Sofort raus mit beiden. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Raus, 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 raus. Okay, die Chica lasse ich auf automatisch fahren. Den Rafael starte ich manuell. Oder lasse ich manuell steuern hier. Die Reifenerwerbung. Das Aufwärmprogramm, wie es immer genannt wird. Ich kann nicht beide automatisch oder beide machen. Klar, ich könnte beide automatisch machen, aber ich habe immer gern noch irgendwie selbst die Hand dran. Dann kann ich wenigstens sagen, ich war schuld. Ne? Nicht unsere Rennmechaniker oder sonst wer, sondern ich hab's verbockt. Okay. Jetzt. Runter mit der Temperatur. Komm, flott, flott, flott. Hopp, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Wir sind zu heiß. Wir sind zu heiß. Wir sind zu heiß. Wir sind zu. Wir sind. Oh, wir haben es gerade noch hingekriegt. Gerade noch ins Gutfenster gekommen. Oh, bei der Chica sind wir im kalten Bereich. Da hat es nicht funktioniert. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Oh, und wie es aussieht, gab es nur einen Versuch. Es gibt nur einen Versuch, weil danach ist die Strecke viel zu nass. Und jetzt kommt schon die Feuchtigkeit. Wir sind zur rechten Zeit raus. Wir waren die Ersten auf der Strecke. Aber reicht das? Reicht das, ist die Frage. Ist die Strecke nass genug, dass die Konkurrenz hinter uns, die später raus ist, hier größere Nachteile hat als wir? Jetzt, in diesem Moment, ist es schon vorbei. Jetzt ist der Intermediate der bessere Reifen. Den hat aber keiner drauf. Die fahren alle mit Trockenreifen. Clark Smith, Bestzeit, Sektor 1. Eieiei, Clark Smith, offenbar. Ja, nicht zu spät rausgefahren. Clark Smith, das sieht nicht gut aus. Rodriguez Bestzeit Sektor 2. Clark Smith hat es nicht geschafft, diese Zeit zu toppen. Und Bestzeit Rodriguez mit 1.40.0 und Balcazar ebenfalls 1.40.0. Siebentausendstel liegen dazwischen. Siebentausendstel. Und Clark Smith ist schon 2 Sekunden dahinter. Also die haben das Regenproblem voll abgekriegt. Die haben den Regen voll abgekriegt. Leute, das ist die nächste Pole. Schau mal hier, 6 Sekunden. McLeod, 4 Sekunden. 7 Sekunden. Ja, das war's. Das ist die nächste Pole Position für uns. Das nächste Glück, das nächste Qualifying-Glück. Träumchen. Absolutes Träumchen, so wie es aussieht. Ja, und das, schau mal hier. Das war's. Da können wir vorspulen. Ende. Aus die Maus, Leute. Es ist die nächste Pole. Da fahre ich nicht mehr raus. Wer soll uns jetzt noch holen? Mit Intermediates fährt keiner diese Zeit. Es fährt keiner die 1,40 mit Intermed. So könnte ich nochmal hier Setup tunen eigentlich, gell? Okay. Da haben wir nichts gewonnen hier unten. Moment, ich gehe mal einen Tick hoch. So. Mal schauen, ob wir es vielleicht hier noch ein bisschen besser treffen. Wisst ihr was? Wir fahren noch eine Intermediate-Zeit. Einfach so, weil wir es können. Gell? So, dann lasse ich hier mal Auto machen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr, mich drum zu kümmern. Das soll der Rafael ganz alleine machen. Bin mal gespannt, ob er es besser hinkriegt als bei der Chica. Und ich bin der Depp, dass ich auf Intermediates raus bin. Aber wobei, wenn der in die fliegende Runde kommt, sollte der Intermediate der bessere Reifen sein. Ja. Das sollte der bessere Reifen sein. Er kommt jetzt in den letzten Sektor. Reifentemperatur ist perfekt. Und jetzt ist Intermediate-Zeit. Gut. Wir sind gespannt. Was ist möglich? Fliegende Runde, Rafael Rodriguez auf Intermediate. Im ersten Sektor schon 1,2 Sekunden dahinter. 1,2 Sekunden, aber das heißt nichts, weil ab jetzt ist der Reifen besser als der Trockenreifen, ne, mit dem wir zuvor Sektor 2 und 3 gefahren sind. Aber auch hier... Oh. Er hat seine Zeit nochmal verbessert und wie, ja, Sapperlot, habe ich jetzt hier tatsächlich verzockt? Es scheint, ich habe verzockt. Das ist nicht euer Ernst, ich Idiot. Ich hätte die Balcazar auch nochmal rausschicken müssen. Oh, der Verlust in Sektor 2 und 3, da habe ich jetzt viel zu spät geschaltet. Die fahren jetzt alle Bestzeiten. Nein, nein, nein. Das ist nicht euer Ernst. Ich verschenke die gute Position mit Chica Balcazar, weil ich zu blöd war. Das ist jetzt nicht wahr.
Costa, neue Bestzeit. Sevilla vorne reingefahren. Ach Gott, ja gut, die fahren jetzt natürlich alle mit dem Intermediate bei noch weniger Wasser. Ach scheiße. Wir fallen zurück ohne Ende. Oh Gott. Ganz schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Unter aller Kanone. Oh Leute. Ganz, ganz schlecht. Und das Dümmste, was passieren kann. Costa, Boa, Esperanza auf der Pole. Ja, Sabalot. Na gut, wir sind doch nicht ganz so weit zurückgefallen, aber trotzdem. Oh, da war mehr drin. Wir starten von 6 und 7. Da war mehr drin, Leute. Die sind alle nicht mehr auf Intermediates gefahren, weshalb auch immer. Selber schuld. Oh, da war mehr drin, ich Idiot. Da hätten wir das Sponsorziel kriegen können, wenn ich mich nicht so blöd angestellt hätte. Verdammt. Na gut, okay, wir haben nicht ganz verloren, ne? Wir sind noch dran. Wir starten von 6 und 7, ist in Ordnung. Das Rennen, wir starten im Trockenen. Heißt, wir haben die vollen Boni zur Verfügung. Reifenbonus, Rennbonus. Ja, okay, Rennbonus. Naja, nur 10%. Aber gut. Klar, ich könnte jetzt hier auf Krankenpfleger stellen, dass alle Fahrzeugteile etwas mehr aushalten. Aber ob das so viel bringt, ist die Frage. Momentan wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil unsere kritischen Teile ja soweit gut zuverlässig sind. Also ich glaube, der Krankenpfleger ist ein Skill, der, denke ich, in der ersten Saisonhälfte sehr interessant ist, aber hinten raus wahrscheinlich nicht mehr so. Na gut, also wieder ein bisschen Glück gehabt. Ich war zu blöd. Ui, schau. Sie starten auf Regenreifen. Echt? Ernsthaft? Die Jungs sind ja krass drauf. Schaut euch das mal an, das Fahrerfeld. Die starten auf Regenreifen. Der Rodriguez auch? Nanu? Ah, das hat das Programm so eingestellt. Okay. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Ja, wobei Runde 3. Runde 3 ist schon. Na, Intermediate-Zeit eigentlich. Ja, und ab Runde 5 ist Regenreifenzeit. Ist jetzt die Frage. Wenn ich mich jetzt von der Strategie verzocke, dann könnte uns dieses Rennen richtig Punkte kosten. Das will ich natürlich auf keinen Fall. Heißt, bin ich in der Situation, dass ich zocken muss? Ich bin in Führung der Weltmeisterschaft. Muss ich jetzt hier auf Gedeih und Verderb eine andere Strategie fahren, die vielleicht zum Scheitern verurteilt ist? Bin ich da gezwungen, das zu tun? Eigentlich müsste ich auch auf Heavy Wets fahren, auf Regenreifen. Na, jetzt lass am Anfang irgendwas sein, ein Theater oder so, ne? Also Thema Safety Car oder Virtual Safety Car. Dann kann ich die Zeit nicht fahren, die der Trockenreifen hergibt. Ich gewinne nichts. Und dann ist das Zeitfenster zu kurz von dem Boxenstopp, als dass ich da irgendwas rausholen könnte. Wir können splitten, wir können sagen, okay, wir lassen den Raphael auf Regen. Lassen ihn auch mal mit. Ja, lass mal die 18 Runden Sprit drin. Lassen ihn mit 18 Runden Sprit fahren. Schauen mal, was kommt. Bei der Chica stellen wir um. Da fahren wir auf Rot los. Mit ein bisschen weniger Sprit. Wobei, nee, lassen wir auch drin. Wenn ich das alles zutanken muss, dann dauert der Boxenstopp nur so elend lang. Ja, nee, bringt nichts. Aber ich sehe gerade, wir haben beim Raphael das Setup noch gut hingekriegt, ne? 98%, ja, okay. Ach, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Finger weg, genau, also. Wir lassen es so, hätte ich gesagt, ja. Wir stellen wieder unseren Modus ein, Motormodi, Fahrstil. Ja, und sind dann gespannt. Wir sind gespannt auf den großen Preis, ne? Speziell auf dieses Wetterkarussell hier in Australien. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, hätte ich fast vergessen. An dieser Stelle nachgereicht. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim Rennen wieder ein. Es dürfte spannend werden. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.